In diesem Video zeige ich dir einmal, wie du an deiner Heizung Wasser nachfüllen kannst, wenn du zu wenig Wasserdruck in deinem Heizungssystem hast. Wenn du ein etwas älteres Heizungssystem hast, dann hast du dafür meistens ein Manometer, so wie du es hier siehst, an deiner Heizung verbaut. Diese zeigt dir einmal an, wie viel Druck deine Heizung haben muss. Das sehen wir hier an dem roten Strich, beziehungsweise dort, wo die grüne Markierung ist. Dort sollte der Druck ungefähr liegen. Und der schwarze Strich, der hier links knapp über 1 Bar ist, zeigt an, wie viel Druck aktuell auf der Heizung drauf ist. In einem Einfamilienhaus sollte dieser Druck zwischen 1 und 2 Bar vorhanden sein. Außerdem solltest du gucken, dass du vorher deine Heizung entlüftest, denn hier könnte auch noch etwas Wasser verloren gehen. Wie du deine Heizung richtig entlüften kannst, zeige ich dir in einem anderen Video. Ich verlinke es dir einmal oben rechts in der Infobox. Im nächsten Schritt brauchst du einen Schlauch, den du einmal an deine Heizungstherme anschließt und an einen Wasserhahn. Den Anschluss an der Heizungstherme erkennst du an diesem roten Hebel hier. Und den ganz normalen Wasserhahn, den hast du wahrscheinlich irgendwo in der Nähe deiner Heizung stehen. Bei mir ist jetzt der Schlauch hier schon direkt miteinander verbaut. Falls das nicht so ist, musst du den natürlich einmal an beiden Enden anschließen, um das Ganze dann befüllen zu können. Man muss dazu allerdings sagen, dass das Befüllen mittlerweile so gar nicht mehr erlaubt ist. Eigentlich brauchst du einen Systemtrenner dazwischen. Doch die meisten Heizungsanlagen haben halt noch diesen einfachen Schlauch an der Heizungsanlage zum Auffüllen verbaut. Achte hierbei unbedingt darauf, dass du vorher die Luft aus dem Wasserhahn entweichen lässt, beziehungsweise aus dem Schlauch. Also erstmal Wasser anmachen, warten bis Wasser kommt und dann die andere Seite an deine Heizung anschließen. Jetzt können wir uns auch schon ums Befüllen kümmern. Dafür musst du als erstes einmal diesen Hahn hier öffnen, den du eben an der Heizung findest. Denn jetzt ist dieser noch in der senkrechten Position, also geschlossen. Und wenn er dann so wie jetzt in der waagerechten Position ist, ist das Ganze geöffnet und wir können das Wasser in die Heizung einmal einfüllen. Das gleiche machst du dann natürlich, wenn dieser geöffnet ist, einmal an dem Wasserhahn. Und wenn beide Hähne geöffnet sind, dann musst du noch auf das Manometer achten, denn dieses wird jetzt natürlich steigen, beziehungsweise der Druck darin steigt. Und wenn dieser dann die richtige Position erreicht hat, musst du beide Hähne einmal wieder schließen. Danach könnte der Druck noch wieder etwas abfallen, dann musst du noch mal etwas nachfüllen. Am Ende sollte es eben irgendwo in dem grünen Bereich oder eben an dem roten Strich sein, den du an deinem Manometer findest. Dann hast du deine Heizung auch schon aufgefüllt. Jetzt musst du auf jeden Fall darauf achten, dass du beide Hähne wieder geschlossen hast. Und im besten Fall nimmst du diesen Schlauch einmal komplett ab von deiner Heizung, sowie auch die Seite von deinem Trinkwasseranschluss. Und dann ist die Heizung wieder aufgefüllt und der Druck sollte wieder in Ordnung sein. Wenn dir das Video geholfen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, ob bei dir alles funktioniert hat und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.